Herzlich willkommen zurück zur Let's Test Welt des Kurz Online. Hier ist so eine Kleinigkeit, die ich fast übersehen habe, nämlich die Stimmen. Ich gehe mal alle durch. Die gefällt mir schon mal sehr gut. Gehen wir nochmal zu D. Tut mir leid, die Stimme finde ich einfach zu geil. Tirol da. Warte mal, wenn es noch einfacher geht. Tiere. Ihr habt die Einführung bereits mit einem eurer Charakter abgeschlossen. Wollt ihr sie mit Tiere erneut bestreiten oder sie überspringen? Wir spielen die natürlich, weil es ein letzter Test ist. Dein Name wird bereits genutzt. Scheiße. Tira. Na, la, la, la. Nein, Tirala. Ey, das klingt sogar noch halbwegs gut. Tirala. Es zergeht so auf der Zunge. Tirala. Tirala. Auf jeden. Verdammt! Tirala. Nein. Tirana. Die Tyrannin. Tirana. Tirana. Die Tirana kommt und rettet euch. Und als Kosename Tira. Gebonkt. Scheiße, ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Gott sei Dank nichts Wichtiges. Warte mal, wir sind noch bei den Verzierungen gewesen. Dann hatten wir schon Disconnect. Mein Internet ist nämlich rausgesprungen. Oh, jetzt habe ich was die Große vergessen. Das ist nämlich vorhin das Internet weggesprungen. So ganz fröhlich. Und hat mir eine neue IP irgendwie, keine Ahnung warum, zugewiesen. Musste ich mir jetzt auch erstmal einen Code von Bethesda schicken lassen, dass ich das halt meins ist, ne? Ja, ich will spielen. Fick dich! Kira. Ich mag den Namen Kira. Kiranet. Juhu! Es kann losgehen. Ah ja, warum ich eine Weile... Ach, egal. Tutorial, benutzt WASD, um euch zu bewegen. Wie fühlt ihr euch? Könnt ihr euch bewegen? Ich höre Stimmen. Aber wartet mal. Kurz. Ich drück mal auf Mitte. Nee, warte mal. Hoch. Nee, warte. Wenn ich jetzt alles weggedrückt habe, dann müsste es doch... Ach, scheiße. Einstellung. Texturqualität. Machen wir mal auf. Wegen der Aufnahme. Normal spiele ich schon auf. Hoch natürlich. So. Durchsuch die Zelle. What the fuck? Ein Prophet erscheint in unserer Zelle. Scheiße. Ich darf die... Tastenbelegung neu machen. Ist aber eh nur eine Taste. Unterbrechen. Waffe ziehen, verstauen. Dann nehme ich bitte die Z. Warum Z? Keine Ahnung, habe ich mich dran gewöhnt. Ganz langsam. Ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. Was geschieht hier? Wer seid ihr? Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Und doch auch so viel mehr. Ich bin sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Ich bin die Verzweiflung und die Hoffnung. Das Gespinst, das wir weben, besteht aus vielen feinen Fäden.
Ihr könnt nicht darauf hoffen, seine Muster in ihrer Gänze zu erkennen. Noch nicht. Ich sag's mal so, weil das Kurs online gibt sehr, sehr viel Gelaber. Deswegen mache ich nur das Wichtigste. Beim Rest gebe ich euch Zeit, das durchzulesen, aber auch nicht mehr. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Ihr müsst aus dieser Zelle entkommen, euch bewaffnen und euch schützen. Sucht dann nach Lyris Titanenkind. Lyris Titanenkind? Wer ist das? Ich verstehe nicht. Ja, verpiss dich. Und mit sehr viel Dialog. Wir fliehen. Lasst mich eure Tür öffnen. Danke, Argonia. Schnell, ihr müsst entkommen, bevor die Wachen zurückkehren. Alle hier durch. Schnell. So. Schnell, folgt ihr Jassy. Ja. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber los, gehen wir. Mit Umschalttaste sprinten. Es gibt Waffen in der Schmiede jenseits dieser Zellen. Bewaffnet euch. Ja, okay. Habe ich verstanden. Lauf geradeaus, bis es nicht mehr geht und... Arme Schweine. Eingekehrt und dann verdampft. Vergast. Ob sie Juden waren. Schwarzer Humor. Nein, ich lasse das besser. Nehmt euch etwas zur Verteidigung. Seid nicht gierig. Wir müssen viele Gefangene ausrüsten. Okay, was nehmen wir? Ich will am liebsten mit dem hier einen Zweihänder führen. Machen wir auch direkt mal. Mit I öffnen wir unseren Inventar. Ja, das bringe ich euch alles so bei. Sieht doch nett aus. Ab in die blutende Schmiede. Ein Feind nähert sich. Unser erster Feind. Können wir schön draufhauen. Jetzt hat er einen Spezialangriff vollführen wollen. Dann könnten wir ihn jetzt mit gedrückter Maustaste niederschlagen. Und davor haben wir mit der rechten Maustaste. Mit der Zeit wird jede nicht getroffene Entscheidung eine Entscheidung. Ja, das ist sogar irgendwie weise, ne? Also, linke Maustaste, das gewohnte draufhauen, gedrückt halten, linke Maustaste, das gewohnte starke draufhauen, blocken, beide Maustasten unterbrechen. Oh. Noch ein Feind versperrt den Weg vor uns. Tötet ihn schnell! Ein Bogenschütze. So, er wollte einen Zauber casten und wir hauen ihn jetzt einfach nieder. Oh, hallo, geht es euch gut? So, wir sind Stufe 2. Wir können jetzt pro Level immer ein Attributpunkt verteilen. Und nun gut, was nehmen wir? Magika, Leben, Ausdauer. Momentan hauen wir nur drauf. Und nehmen deshalb einfach mal Ausdauer. Einen Moment. Eine nervende Katze, die sich nicht entscheiden kann, ob sie rein oder raus will. Hier, Ausdauer. Dann setzen wir einen Punkt und gehen sofort in unsere Fertigkeitsleiste rein. Haben wir jetzt unsere Klasse. Boah, das sind so viele Fertigkeiten, das sage ich euch. Es gibt Klassenfertigkeiten. Ice Backbomb. Dann gibt es Waffenfertigkeiten. Dann gibt es Rüstungsfertigkeiten. Völker. Fertigkeiten. Oh, das wusste ich nicht. Dann gibt es noch Berufe. Und Leute. Stellt euch das mal mit den Berufen nicht so einfach vor wie in Skyrim. Aber was nehmen wir hier? Wir nehmen erstmal was für einen Zweihänder, wa? Ja, sieht doch wunderbar aus. Blutungsschaden sehen wir immer gerne. Da ist jemand. Lyris Titanenkind. Mit dir sollten wir doch sprechen. Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Wer seid ihr? Eine Mitgefangene. Ich heiße Lyris. Lyris Titanenkind? Mir wurde gesagt, ich soll nach euch suchen. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Eine seltsame Gestalt ist in meine Zelle erschienen. Ein alter Mann im Lumpen. Der Prophet. Er hat zu euch gesprochen? Was hat er gesagt? Er sagte, unsere Schicksale wären miteinander verwoben. Ha! Das klingt in der Tat nach dem Propheten. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Ich höre seine Stimme immer noch in meinem Kopf. Wobei soll ich euch denn helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann.
Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Okay, ich werde euch helfen. Jetzt haben wir einen NPC-Begleiter für diese Quest. Momente, das ist ein Tremora, aber schon tot. Von den NPCs niedergeschlachtet. Ah, ihr fragt euch sicher, warum hier noch keine Spieler waren. Ihr denkt sicher, spielt wahrscheinlich keine Sau. Dann wartet mal ab, was hinter dieser Tür ist. Oder in der übernächsten. Aber es müsste die hinter dieser Tür sein. Bin ich mir sicher. Wobei die meisten überspringen das jetzt wahrscheinlich. Oh Gott, hier gibt es so viele Details. Ich brauche unbedingt eine neue Grafikkarte. Kommt, die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Ach, das ist nicht besser. Was sind die Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie könnten wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ach was. Ja, Katze, genau jetzt müsst ihr auf meinen Schoß springen und ihr Milchtreten machen. Gott. Das mit dem Ruckler ist ja wirklich herzallerliebst gerade. Oh, ich habe jetzt ganz vergessen. Die Spezialfertigkeit bzw. unsere Skill zu nutzen. Ist ja nicht so schlimm. Und drückt M, um eure Karte zu öffnen. Ah, ein anderer Spieler. Oh, das kommt wirklich leicht leggyhaft drüber. Boah, wenn ich auf den Boden gucken, krieg ich weniger F. Schaden haut unsere 1 nicht rein, aber es ist ja auch nur... Ach, scheiße. Ich habe vergessen, dass Feueratronage explodieren. Wenn sie stehre bin. Und das hat dementsprechend Schaden bei uns gemacht. Ein verwildeter Beraubter. Willenloser genauso wie wir. Ja, wir haben keine Seele. Und wären wir zu lange hier unten hätten unseren Verstand verloren, würden wir auch so rülpsend auf dem Boden liegen. So, noch ein Flammatronage. Diesmal vergesse ich nicht, dass du explodierst. Wir haben ziemlich wenig Leben, kann das sein? So, da. Ein Kalthafenwächter. Zerstört. Merkwürdig, die FPS. Ist jetzt der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch! Okay, was mich jetzt aber so ein bisschen wundert, warum überhaupt Lags? Schatten. Genügend RAM? Sehr viel! Liegt jetzt wirklich an der Grafikkarte? Ja, ich glaube, ich teste es gleich einfach mal. Beziehungsweise, ich tue mir selber einen Gefallen. Mach hier erstmal einen kleinen Schnitt. Bis gleich!